Nathalie, wir sind am 14. Türchen angelangt. Und da kam die Karte Befreiung zum Vorschein. Und die Befreiung, das soll bedeuten, dass wir so ein bisschen überdenken sollten, wie wir die Situationen oder die Situation, in der wir uns im Augenblick befinden, so ein bisschen einstufen. Ja, meistens oder oft ist es mal so der Fall, dass man sich so von äußeren Gegebenheiten so ein bisschen gefangen fühlt. Ja, man ist im Familienverbund und man hat vielleicht irgendwie den Wunsch, irgendwas zu arbeiten oder irgendwas zu tun, was vielleicht der Familie nicht passen könnte oder dem Mann oder der Frau nicht passen könnte. Oder man ist in einem Job, den man eigentlich überhaupt nicht leiden kann, aber man muss ja logischerweise Geld verdienen, dann macht man es halt. Oder man möchte irgendwas anders machen und man hat irgendwie Angst, andere Leute da vor den Kopf zu stoßen oder da anzuecken oder was auch immer. Ja, es ist eigentlich eher so eine Art Angst durch irgendeine Veränderung, die man für sich vornimmt, da irgendwo anzuecken und unangenehme Situationen sozusagen dann wieder im Ausfluss erleben zu müssen. Insofern ist es so, dass ihr da wirklich mal drüber nachdenken sollt. Seid ihr da, wo ihr seid, zufrieden? Seid ihr happy? Gibt es irgendwelche Dinge, die euch da so ein bisschen einengen, wo ihr sagt, naja, würde ich gerne machen, aber der, die das hat irgendwas dagegen und das mache ich dann mal lieber nicht. Ja, so ungefähr. Die geistige Welt will euch aber wissen lassen, dass es mega wichtig ist, dass ihr glücklich seid. Und dass ihr wirklich sehr auf euch achten sollt. Und wir achten oftmals viel zu sehr drauf, oder ja, genau, drauf, was andere Leute drüber denken oder über uns denken oder über unser Verhalten denken. Mehr als wir selber das tun. Ja, und ihr müsst definitiv ja die Dinge tun, die euch glücklich machen, die ihr gerne macht, um glücklich zu sein. Ja, wenn ihr euch irgendwelche Sachen aufhalsen lasst, die ihr eigentlich gar nicht wollt, dann ist es ein bisschen schwierig, weil dann seid ihr logischerweise auch nicht wirklich glücklich, weil ihr nicht nach euch geht, weil ihr nicht wirklich an euch denkt. Wenn ihr dann nicht aufgeladen seid, weil ihr euch eben aufgeladen habt durch Dinge, die euch gefallen, zu denen ihr euch entschieden habt, aus tiefstem Herzen entschieden habt, etc., dann ist es so, dass natürlich auch die Leute um euch rum nichts davon haben, weil dann seid ihr nämlich irgendwann, nach einer bestimmten Zeit, spätestens seid ihr dann irgendwie grummelig und unzufrieden und das wiederum wirkt sich dann ja wieder sehr negativ auf eure Umwelt aus. Ja, dann ist euer Mann, eure Frau, eure Family, euer Chef, eure Chefin, was auch immer wer, eure Eltern, da ist dann keiner wirklich happy, wenn ihr dann rumgrummelt. Und insofern ist es wesentlich besser, ihr schaut gleich mal, dass es euch gut geht und dass ihr wirklich eure Entscheidungen trefft in eurer eigenen Verantwortung und euch wirklich an die geistige Welt haltet. Dass ihr wirklich sagt, wenn ihr da in euch in irgendeiner Konfliktsituation vielleicht seht, wo ihr nicht wisst, wie soll ich denn da jetzt machen und tun, wie bringe ich es dem bei oder wie bringe ich es ihr bei oder wie mache ich das, dann lasst wirklich eure Worte führen durch die geistige Welt, verbindet euch regelmäßig mit eurer inneren Führung, meditiert, seid in euch, hört auf euch und wie gesagt, nehmt die Hilfe der geistigen Welt, die immer und ständig um euch rumwuselt und nichts anderes zu tun hat, als euch zu helfen, euch zu führen, bittet die um Hilfe. Und ihr werdet sehen, dass Gespräche, die dann eventuell anstehen, wesentlich leichter vonstatten gehen und besser verlaufen. Nicht aus irgend so einem Ego oder Trotz oder aus einem Ärger raus oder so entstehen, sondern oder stattfinden, sondern dass ihr wirklich euch erstmal vorbereitet, in der richtigen Verfassung seid, nämlich in einer guten Verfassung seid, bevor ihr diverse Gespräche führt. Oder euch diverse Entscheidungen da durch den Bauch gehen lasst und dann eben auch eine Entscheidung trefft. Ihr sollt immer gut drauf sein, bevor ihr das tut. Und dann, wenn ihr das dann ansteuert, wenn ihr dann die Entscheidung trefft, das Gespräch führt, dann seid ihr da in einer ganz anderen, auf einem ganz anderen Niveau. Das heißt, euer Gegenüber oder euer Umfeld wird ganz anders, das sprich viel besser reagieren auf das, was ihr da logischerweise dann auf einer höheren Ebene zu sagen habt oder entschieden habt. Ja, wenn ihr über euch wirklich positiv nachdenkt, wenn ihr für euch sorgt, wenn ihr wisst, dass sich keiner besser um euch kümmern kann als ihr selbst, wenn ihr wisst, dass ihr die Verantwortung habt und sonst keiner für euer Wohlergehen, dann ist das ein Befreiungsschlag sondersgleichen.
Wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass ihr jetzt hier mit anderen Leuten euch durch die Welt streiten sollt und euch behaupten seid und mit viel Trotz und Fußgestampfe versucht, euch da durchzusetzen. Das ist die falsche Basis. Ja, macht das liebevoll, aber ihr müsst erstmal mit euch liebevoll sein. Ihr müsst erstmal wirklich sein, ja, und dann könnt ihr auch tun, sprich Gespräche führen und Entscheidungen treffen. Ihr Lieben, ich hoffe, das war hilfreich jetzt für euch heute. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und viel positive Ideen, Energien, viel Verbindung mit eurer inneren Führung, dass ihr da wirklich weiterkommt und euch im gegebenen Fall oder im einen oder anderen Fall wirklich auch befreien könnt aus eurer Denkweise und aus eurer Situation, die euch gerade so mal nicht passt. Ja, also ich freue mich auf euch und ich freue mich auf morgen, ihr Lieben. Tschüss!